Na, Lust auf einen Herbstspaziergang? Hier im Seepark in Lünen ist genau der richtige Ort dafür. Der Seepark liegt direkt am Datteln-Hamm-Kanal und wurde 1996 im Rahmen der Landesgartenschau errichtet, und zwar auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Preußen. Ein wunderschöner, idyllischer Ort mit viel Natur, und da laufen wir jetzt mal durch. Der Seepark lockt vor allem im Sommer viele Besucher an. Hier befindet sich nämlich der Horstmarer See mit 5000 Quadratmetern Sandstrand und großen Liegewiesen. Auch auf der Terrasse des Cafés kann man die Seele baumeln lassen, und wer nicht nur rumsitzen will, der kann im See natürlich auch schwimmen oder auf der naheliegenden Disc-Golf-Anlage zeigen, ob er mit der Frisbee-Scheibe umgehen kann. Bei dieser Sportart muss man, wie beim Golf auch, einen vorgegebenen Parcours durchspielen, und am Ende sollte die Frisbee-Scheibe im Idealfall im Korb landen. Ansonsten eignet sich der Park wunderbar zum Spazierengehen. Besonders sehenswert sind die angelegten Beete und die schönen Alleen im Park und am Kanal.